Fragen und Antworten zum Heilfasten. Ich habe ja selbst gerade Heilfasten gemacht mit Wasser und möchte aus meinen Erfahrungen jetzt nochmal eine Zusammenfassung machen über meine vorausgegangenen Videos mit der Nummer 249 und 250, wo ich alles sehr ausführlich erklärt habe. Und die Fragen dazu sind jetzt nochmal, was heißt Fasten? Fasten heißt einfach nichts essen, seine Nahrung zu reduzieren oder auch ganz aufhören mit dem Essen. Und was dann passiert, das Hungergefühl geht nach ein, zwei Tagen weg und der Körper lebt von den Reserven. Alles das, was er angesammelt hat, das wird dann verdaut. In den ersten 24 Stunden wird Glykogen, der Zucker, verdaut, dann Eiweiß und dann das Fett. Die nächste Frage, Nummer 2, wer sollte fasten? Es gibt verschiedene Gründe, warum Leute fasten, wie zum Beispiel aus religiösen Gründen, aus spirituellen Gründen, weil sie krank sind oder weil sie zu dick sind, zu viel Fett haben. Bei dem zu fett sein, da gibt es ja diesen Jojo-Effekt, der heißt, dass man nach dem Fasten mehr Gewicht zunimmt, als man vorher hatte. Das liegt daran, wenn man fastet, wird der Körper gereinigt, das Verdauungssystem wird gereinigt und dann ist der Körper viel besser in der Lage, die Nahrungsstoffe aufzuschlüsseln und zu verdauen und das drückt sich dann aus in mehr Fett. Aber trotzdem ist es sehr empfehlenswert für Leute, die zu fett sind, dass sie mit dem Fasten beginnen und danach, nach dem Fasten aber, nicht in der gleichen Weise leben wie vorher, dass sie zu viel essen oder auch nicht die richtigen Dinge essen, dass sie ihre Ernährung nach dem Fasten umstellen. Viele Leute gehen dann über zu vegan oder zu Rohkost oder reduzieren einfach ihre Nahrung. Das muss jeder für sich selbst herausfinden, aber es ist ganz wichtig, dass man dann nicht genauso weitermacht wie vorher. Sonst hat man wieder und noch mehr Fett auf den Rippen. Welche Formen des Fasten gibt es? Also es gibt unendlich viele Formen. Also ich habe jetzt das Wasserfasten gemacht und ich kenne aber auch das Teefasten, das Fasten mit Säften, dass man nur Säfte trinkt oder mit der Brühe Gemüse abkochen und dann nur die Brühe trinken. Das hat den ganz großen Vorteil, weil gerade beim Fasten Stoffwechselprodukte entstehen, die ja ausgeschieden werden sollen und dabei entstehen auch ganz viele Säuren, die den Körper sauer machen. Also ist eine Hilfe bei dem abgekochten Gemüsefasten, das Wasser zu trinken, weil der Körper dadurch basisch wird.
Man kann auch einfach eine Mahlzeit weglassen, ist auch Fasten. Oder mal einen Tag Smoothie zu machen, ist auch Fasten. Oder mal einen Tag oder ein paar Tage Wasserfasten machen. Also das muss jeder bei sich selbst herausfinden, was für ihn das Beste ist. Natürlich gut, wenn man sich schlau macht, welche Formen es gibt und dann einfach entscheiden, was dich am meisten anspricht. Wie lange sollte man fasten? Man kann, oder viele Leute fasten ja auch von Aschermittwoch, also die religiösen Leute, von Aschermittwoch bis Ostern. Das ist schon eine ganz schöne lange Zeit. Aber bis 40 Tage, wie Jesus das ja auch gemacht hat, kann man ruhig fasten. Aber da sollte man vielleicht doch besser einen Arzt konsultieren und mit ihm das absprechen. Und dann bräuchte man eigentlich auch Begleitung. Also eine Woche Fasten kann jeder, denke ich, machen, es sei denn, er ist schwer krank oder groß behindert. Dann sollte man das auch mit dem Arzt absprechen oder mit dem Heilpraktiker, mit jemandem, der auch Erfahrung hat mit dem Fasten. Aber sonst eine Woche kann man ruhig so das Wasserfasten machen, wie ich das ja auch gemacht habe, oder Säftefasten. Je schneller man von seinen Problemen oder seine Ziele erfüllt haben möchte, ist natürlich das Wasserfasten sehr gut, aber jede andere Kombination ist genauso gut. Es geht halt ein bisschen langsamer. Auch eine sehr gute Frage. Ist Fasten gefährlich? Habe ich eigentlich schon mit beantwortet jetzt. Also da werden ja beim Fasten die eigenen Grundlagen, die eigenen Reservoirs, die man da angesammelt hat im Körper, verdaut. Und selbst aber auch dünne Leute fasten auch, weil sie vielleicht aus religiösen Gründen das machen oder aus spirituellen Gründen. Und dann geht es ihnen wahrscheinlich nicht sehr, so darum, noch mehr abzunehmen. Das geht einfach darum, dass sie noch mehr religiös werden, noch spiritueller werden. Da gehe ich gleich noch ein bisschen drauf ein. Gefährlich, ja, wollte ich noch mal sagen, wenn man das Wasserfasten macht, da werden ganz viele Gifte gelöst im Körper. Und diese vielen Gifte können durchaus bewirken, dass die nicht gleich von der Leber ausgeschieden werden können, weil die Leber überfordert wird. Und das drückt sich dann da aus, dass man schwindlig wird, dass man sich nicht gut fühlt, dass man dass der Blutdruck stark runtergeht, wie ich das jetzt auch erfahren habe. Sie war also ein wunderbares Mittel, um seinen Blutdruck zu senken, das Fasten. Und wenn er zu weit unten ist, dann wird man schwindelig. Aber es ist gut, auch sich damit vertraut zu machen, was kann durch das Fasten passieren, bevor man mit dem Fasten anfängt, damit man keine Angst bekommt. Nicht, weil auch Angst kann aufkommen, wenn die Reaktionen im Körper zu stark sind. Das sind Heilprozesse. Und Heilprozesse haben oftmals auch ihre Nebenwirkung. Bin immer noch selbst ausgetrocknet, so, weil ich ja auch noch in der Fastenperiode bin, obwohl ich jetzt nicht mehr das Wasserfasten mache. Ich lasse jetzt einfach die Abendmahlzeit aus, trinke morgens nur Säfte und mittags vegan Rohkost. Das ist auch eine Form von Fasten, eine gute Lösung, um nicht diese starken Reaktionen, Heilreaktionen im Körper zu haben. Ah, noch mal eine schöne Frage. Welchen Einfluss hat das Fasten
auf die Seele, auf den Geist und auf den Körper? Die ist sehr brillant, die Frage, finde ich. Das ist für religiöse Menschen, glaube ich, sehr bedeutsam, aber auch für Leute, die den spirituellen Weg gehen, dass sie nicht nur denken, ach, jetzt Fasten ist oberflächlich und da habe ich nichts am Hut, ich möchte nur meditieren, ich möchte transzendieren und das reicht mir. Da kann man sagen, das gute Beispiel mit dem Tisch, der Tisch hat vier Beine und wenn man an ein Bein zieht, dann folgen die anderen drei Beine auch. Die hängen ja zusammen. Und wenn ich jetzt meinen Körper reinige, wenn ich ihn von Giften und Ablagerung, von Stress und Verspannung reinige, durch das Fasten, dann hat das einen Einfluss auch auf meinen Geist. Weil der Geist und der Körper gehören zusammen. Was ich auf der Seite meines Körpers tue, tue ich gleichzeitig auch in meinem Geist. Das drückt sich auch aus, je weniger Stress und Verspannung ich habe, umso weniger Gedanken habe ich. Und wenn ich in der Meditation sitze, und da möchten wir ja möglichst gedankenfrei sein, dann hat das Fasten eine gute Wirkung, weil Stress und Verspannung gelöst werden. Und je weniger Stresse und Verspannungen wir im Körper haben, umso weniger Gedanken haben wir. Weil Gedanken in der Meditation kommen immer aus der Vergangenheit und Gedanken über die Zukunft. Und wenn wir, und das sind Erinnerungen, und diese Erinnerungen sind gespeichert im Körper. Und das können wir als Blockaden bezeichnen. Das sind Blockaden, die unser Nervensystem daran hindern, frisch und fröhlich zu funktionieren. Und wenn wir die jetzt durch das Fasten beseitigen, dann werden wir plötzlich merken, dass unsere Meditationen besser werden, dass wir besser transzendieren können, dass wir uns wohler fühlen, weil dieses Wohlgefühl, das reine Wohlgefühl, ist in der Transzendenz aber unmanifestiert. Und wenn wir unserem Körper jetzt durch das Fasten von all den Blockaden oder von den meisten oder vielen Blockaden bereinigen, dann funktioniert unser Körper besser. Und wir spüren das automatisch, weil unsere Sinne besser funktionieren. Ich habe das jetzt gemerkt, ich habe hier eine Uhr, die höre ich eigentlich fast nie, mit einem Sekundenzeiger, und der macht immer tick, tick, tick. Aber das habe ich gar nicht mitgekriegt vorher. Und jetzt nach dem Fasten, was ist das denn jetzt? Jetzt höre ich, wie die Wanduhr tickt. Und das bezieht sich auf alle Sinnesorgane. Auf das Riechen, auf das Schmecken, auf das Fühlen, auf das Hören, auf die Gefühle, auf unseren Geruch. Alles wird verfeinert. Das heißt, unsere Wahrnehmung wird besser, klarer, wenn wir uns durch das Fasten von Stress und Verspannung bereinigen. Das zeigt uns also, dass das Fasten eine gute Möglichkeit ist, seine Wahrnehmung zu verbessern. Auf der anderen Seite ist jetzt die Seele. Was macht die Seele? Viele Leute sagen, die Seele leidet. Die Seele leidet nicht. Aber wenn wir nicht glücklich sind, weil wir Stress und Verspannung haben, weil unsere Nerven blockiert sind und wir dadurch nicht besser die Welt wahrnehmen können durch unsere Sinnesorgane, dann kann man sagen, die Seele leidet, weil die Seele ist reine Glückseligkeit, reine Freude. Und solange wir Stress und Verspannung in unserem System haben, können wir diese reine Freude, die unmanifestiert in der Seele ist, können wir sie nicht leben. Und deshalb, das habe ich auch erfahren in den ersten 3 Tagen, da kamen so Glücksmomente in mir auf,
so Glücksgefühle, und da hat die Seele, da konnte die Seele sich durch die Verbindung zum Körper und durch den Geist ausdrücken. Glückliche Gedanken, glücklichen Körper durch das Fasten. Denn die Frage, wer braucht nicht Fasten? Auch sehr gut, wenn wir gesund sind, wenn unser Nervensystem rein ist. Das heißt, Gesundheit kann man ja so definieren, wenn wir keine Stress und Verspannung mehr haben im Körper. Und dann ist unser Geist frei, dann ist unser Geist unbegrenzt, dann sind wir nicht mehr begrenzt. Und dann gucken wir einfach aus diesem freien, unbegrenzten Bewusstsein in die Welt. Und die Welt kann uns dann nicht mehr binden und nicht mehr hindern, wie sie es jetzt macht, dass sie uns beeinflusst, dass einmal die ganzen Objekte, die wir wahrnehmen, dass die sich ausdrücken in unserem Denken und wir nicht so klar und richtig und lebensunterstützend denken können. Das wird bereinigt, indem wir alle Blockaden jetzt lösen. Ich beziehe das jetzt mehr heute auf das Fasten, aber das, genau dasselbe passiert ja beim Meditieren. Wenn wir meditieren, eintauchen, in dieses reine Bewusstsein gelangen, dann haben wir die größte Möglichkeit, auch tief verwurzelte Stress und Verspannung zu lösen. Aber das wird jetzt auch unterstützt, wie ich gerade gesagt habe, wenn wir über den Körper gehen und den Körper reinigen von Stress und Verspannungen, dann führt das genauso dazu, dass wir unseren Verstand reinigen, dass unser Denken klarer wird, dass unsere Gefühle besser werden, dass unsere Wahrnehmungsorgane besser funktionieren und dass die Seele ihre Glückseligkeit, ihre unmanifestierte Glückseligkeit mehr zum Ausdruck bringen kann. Also wir sind heil, wenn wir keine Stress und Verspannung mehr haben. Wenn wir erleuchtet sind, erst dann kann man sagen, wir sind gesund. Solange wir nicht erleuchtet sind, kann man nicht sagen, dass wir gesund sind. Da gibt es dann immer noch Blockaden und das Nervensystem ist noch nicht in seinem vollen Potenzial entwickelt. Das heißt, hat noch nicht die feinsten Strukturen entwickelt, um dieses reine Bewusstsein auch in der objektiven Welt zu erfahren. Ich denke, es betrifft nur ganz, ganz wenige Menschen, die erleuchtet sind. Und da kommt der Gedanke von Fasten ja auch gar nicht mehr auf. Auch der Gedanke von Gesundheit. Wenn man 100% gesund ist, da kommt kein Gedanke über Gesundheit auf. Also, ich habe jetzt die letzte Frage, das war die achte Frage, auch gleichzeitig mit beantwortet. Was ist das Ziel des Fastens? Das Ziel des Fastens ist Erleuchtung. Du bist erleuchtet, wenn du frei von Stress und Verspannung bist. Du bist erleuchtet, wenn du das volle Potenzial deines Geistes nutzen kannst. Das heißt, wenn wir jetzt nur ein kleines Prozent von unserem geistigen Potenzial benutzen, das muss jetzt belebt werden, muss aktiviert werden, dann sind wir erleuchtet und dann sind wir gesund. Unser Nervensystem wird zu 100% funktionieren, wenn wir erleuchtet sind. Wenn wir das Ziel der Gesundheit, das Ziel der Entwicklung erreicht haben, dann ist unser Körper perfekt und alles, was dranhängt, unsere Wahrnehmung ist perfekt, unser Nervensystem ist perfekt
Unsere Verhaltensweise ist perfekt. Wir werden uns dann immer nur so verhalten, wie es für uns und für unsere Umgebung förderlich ist. Und das Schöne ist, wir werden ganz im Einklang mit der Natur sein. Die Natur, die jetzt gelenkt wird aus diesem reinen Bewusstsein und alles gesteuert wird, da sind keine Gedanken mehr notwendig, ob man das macht oder das macht. Und wenn wir diesen Kontakt durch diese hohe Reinheit in unserem Nervensystem erreicht haben, dann werden wir genau diese Impulse, die Schöpfung hervorgebracht hat, die die Schöpfung aufrechterhält und auch die Schöpfung wieder auflöst, genau diese Impulse werden wir haben. Und das heißt, wir werden dann ganz im Einklang mit der Natur handeln und funktionieren. Und unser jetziges Leben, das eigentlich gar kein richtiges Leben ist, weil es nur auf Veränderung beruht, ist immer ein Kommen, ein Gehen, Freude, Leid, Schmerzen, weniger Schmerzen. Und dieser Wechsel kann man nicht, diesen Wechsel kann man nicht als Leben betrachten. Wir leben erst dann, wenn wir voll gesund sind. Und wir sind voll gesund, wenn wir auch in Kontakt mit der Quelle unseres Lebens sind. Und die Quelle unseres Lebens ist unser reines Bewusstsein. Und wenn wir mit dem reinen Bewusstsein in Kontakt sind, verbunden sind, dann sind wir voll gesund und dann leben wir ganz. Alles Gute für euch und die perfekte, ganzheitliche Gesundheit. Jay Gurdjieff.